Also, wir sind im Spielzeug und Transportmuseum. Aber uns interessiert eher das Spielzeug. Und das ist jetzt schon übelst geil, ne? Also hier für irgendwelche Leute, die Autos mögen, ist das schon voll nice hier. Die allererste? Und hier so richtig alte Spielsachen. Ach, guck mal, das Klappergebiss, was man überall kennt. Ja! Yakety Yak. Talking Tea. Boah, von meines Wissens. Alles. Das ist so cool, ne? Paddington, ach Gott, das ist noch ein Alter. Ach, guck mal, davon gab es den neuen Teil. Kojak. Ah, davon gab es eine Serie. Printer's Toy. Ein popular Game of Lotto? Das ist ja krass. Das ist ein bisschen gruselig. Guck mal, die sieht auch super aus. Die ist richtig geil. Also, guck mal, der Fotograf. Kodak. Hier. Ach nee. Von. Sieht nicht drauf, sehe ich nicht. Ah, ey, guck mal, wie das aussieht. $20. Das ist ein Spielzeugpuppen. Welt. Für Welt. Für Venien Family? Keine Ahnung. Richtig krass. Das sieht alles wie ein echtes Dorf aus. Hier so mit einem richtigen Kiwi-Fruit verkauft. Und ein Restaurant, dann ein Fotostudio. Und die Figuren sehen alle so niedlich aus. Kleine Häschen. Da hat ja eindeutig jemand so viel Zeit. Alte Skelette, sowas so. Guck mal, die Haare selbst sind so, das ist voll krass. Richtig geil, Junge. Ketten dran. Thomas die Lokomotive. Genau, seine Freunde. Und seine Freunde beinhaltet Caroline. Caroline ist natürlich ist ein Hipster, die ist nämlich ein, keine Lokomotive, sondern ein Auto. Alle Freunde sind Lokomotiven, aber Caroline ist ein Auto. Okay, fliegt das mal eine Runde. Auf den Weg. Boah, sieht man das? Wir sind hier mit spannenden 50 km/h mindestens unterwegs. Nein, okay, eher 5 bis 10. Und ich lenke! Machen wir nicht in so gefährliche Region hier. Da ist ja. Ich lenke! Caro ist gerade voll dabei. Sie macht gerade ihren Führerschein. Das ist geil. Sie hat sogar die richtige Anzahl an Pedalen für. Ja, weiß ich nicht. Darf man da geil? Guck mal, mit dem Seitenwind hier. Ah, oh, die ist schnell. Ja, wir rollen gerade. Okay, jetzt ist es von mir. Ich bin gerade bei Papa Point. Und da liegt einfach so ein Seelöwe rum. Man soll mindestens 10 Meter Abstand halten. Sonst sind die erschreckt von allem. Ja, ne? Oh, das sieht so süß aus. Oh, ist so süß. Hallo? Ja. Erstmal gehen. Oh. Ich dachte eben noch. Oh, guck mal. Oh. Oh, ja. Und ich dachte eben noch, wir sehen wahrscheinlich gar nicht. Oh, ist ja cool. Ist eigentlich voll dicht, aber durch das Fisch einfach meiner Kamera sieht man das nicht so. Eigentlich ist das hier der Ding. These arms were meant for you. And these shoulders meant to carry you. When you call my name, come running. Then I'll be waiting. Wir sind am südlichsten Punkt Neuseelands. Der Slow Point. Der Äquator ist 5040 Kilometer weit weg. Der Südpol 4803. Der Südpol ist nicht dran mit dem Äquator, deswegen ist es hier auch so scheiße kalt. Scheiße. Oh, jetzt kommt die. Oh,
eigentlich einen Delfinstrand. Aber wir haben keine Delfine bis jetzt gesehen. Oh ja. Hast du. Heute ist übrigens der 24. Dezember. Weihnachten! Cool. Da könnt ihr auch mal sehen, wie weit wir schon in Verzögerung sind mit Video hochladen. Ich bin gespannt, wann das überhaupt hochgeladen wird. Ne? Ja. Das Kai muss immer überall rumklettern. Guck das an. Wenn er jetzt reinfliegt, lache ich. Und zwar ganz doll. Das ist die fliegende Walnuss. So nennt sich das. TikTok. Da steht drauf, das ist die Uhr für Taube. Für Taubstumme, ja. TikTok. Extra da. Und hier sind noch ein paar Uhren. Also World Times. Zur Erklärung vielleicht mal. Wir sind. Kleine Walnuss. In einem Karawan. Von einem. Der hat das ja alles selbst gemacht. Und alles nur aus recycelten Sachen und alles sowas. Das ist richtig krass. Gemacht hier so alles. Guck mal, das ist ein Euro. Ja, hier auch. Euro-Schein. 10 Euro-Schein. Ach ne. Dollar. Hier so hat er von einem Besucher wahrscheinlich so gefragt, hier United States of America. Boah. $2. Ja, und der hat das halt alles alleine gemacht. Nehmen wir schon Hallo gesagt. Voll krass hier alles. Das ist so ein kleiner Spielplatz, meine Schnitzel. Und dann. Was wollen wir denn zum Beispiel machen? Wollen wir das. Ein Pärchen aufrufen. Okay. Und dann. Ungeduldig. Also das Fliegen schmeißt sich auch. Ja, das ist super. Hui! Wir sind im Theater und da gibt es sowas wie das hier. Busch und dann sowas. Yeah. Oh mein Gott! Was? Da ist ein Oktopus im Busch gefallen. Da sind sogar Haare dran hier. Was geht ab? Das ist ja auch das Oktopus. Machen wir mal Geräusche mit dem alten Fahrrad rein. Ja, das hört sich auch nicht so schön an. Aha. Oh, jetzt. Oh, guck mal! What the fuck? Okay. Ah! Ach so, das ist da, dann geht das rein und geht das in den Schuh, oder? Wenn das zu schwer genug ist, geht das nach unten und dann. Ah! Ah, mein Gott! Dann kommt da Wasser raus. So, Pascal, ich muss jetzt fahren. Ich treibe jetzt beim Fahren den Fernseher an. Der funktioniert doch. Dann soll ich auf den roten Button drücken, dann sieht man das Beste im Fernsehen. Und Klavier gibt mit jeder Taste, so ist verbunden. Mit jeder Taste gibt es was anderes auch. Hier sind zum Beispiel die Rasierer und Zahnbürsten. Oh ne, oh ne, oh ne. Ich hätte hier irgendwo. Ich glaube, meine Zähne hatte ich irgendwo auch noch. Wie lecker du siehst. Mit den Füßen kannst du genau das machen, und bei den Füßen gibt es auch Tasten. Ja, das ist so geil. Hast du was wie das hier? Was ist das mal? Hör mal noch. Warte, ich hatte das hier. Da sind ganz viele Muscheln in dem Wasser, und dann ergeben sie so ein gurgelndes Geräusch. Was ist denn, ich hab eine Zähne. Das ist so. Genial gemacht, ne? Ey, so viel Kreativität muss man mal haben. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da vorne ist ein Pinguin. Ein Pinguin gesehen. Oh mein Gott, der wartet schon gerade so lang. Das ist ein relativ seltener. Ja, oh mein Gott, die sind auch richtig scheu.
denn da das so ungefähr? Zwei sehen wir. Guck mal, jetzt schütteln sie die ganze Zeit. Oh mein Gott, ist das süß! Ja. Da, das ist der kleine Punkt, der sich bewegt. Das ist ein Pinguin. Der andere hat sich gerade im Gras versteckt. Leider. Da, der wartet da jetzt so hoch. Ist das süß. Hallo, wir haben es gegessen. Nudeln als Weihnachtsessen. Yay. Und das war unser Weihnachtstag. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Haben uns Wasserfälle angeguckt. Ein lustiges Museum mit einem Typen, der sehr lustig ist. Und Angesicht, also wir haben noch Rückenflossen von den Delfinen Angesicht gesehen. Ja, also wir denken zumindest. Und das ist das komischste Weihnachten, was ich je hatte. Und ich realisiere nicht wirklich, dass Weihnachten ist. Weil es sehr warm ist. Und generell alles so das typische Weihnachten ist halt einfach nicht so. Aber ich habe mir was zu Weihnachten gehört. Wer mich gut kennt, müsste jetzt schmunzeln. Ja, aber jetzt sind wir gerade am Strand. Auf jeden Fall, das war unser Weihnachten. Ich bin gespannt wie Silvester.